dass Probleme für erfolgreiche Menschen gerade erst etwas ist, was sie wirklich groß machen, weil sie in dem Problem die Möglichkeiten suchen. Wenn du dir die Lebensgeschichte von sehr erfolgreichen Menschen anschaust, da sieht das so aus, als hätte sich ein Erfolg an den nächsten gereiht. Allerdings gibt es eine Gemeinsamkeit, die die wirklichen Superstars auszeichnet, und über die wollen wir heute sprechen. Es ist ein Mindset, das jeder von uns trainieren kann. Ein Mindset, das dein Leben vollkommen verändern kann. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs, und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Das, was wir übersehen, wenn wir wirklich erfolgreiche Menschen betrachten, ist, dass sie auch große Probleme in ihrem Leben hatten. Oft viel größer, als wir sie haben. Und eins macht diese Superstars aus, und zwar alle gemeinsam: sie sind überhaupt erst durch Probleme groß geworden. Schauen wir uns mal John D. Rockefeller an. Der ist ja ziemlich bekannt als der reichste Mann der Welt. Und wenn du sein Vermögen in die heutige Zeit umrechnen würdest, ist klar, er ist der reichste Mensch, der jemals gelebt hat. Er war der reichste Mensch. Er hat mit 24 Jahren, in diesem Alter, seine Firma gegründet. Und jetzt überleg dir das mal. Du steigst so jung mit 24 ins Ölgeschäft ein. Nur, dass es damals eigentlich noch gar kein wirkliches Ölgeschäft gab. Zumindest konnte niemand ahnen, wie unfassbar wichtig Öl einmal werden wird. Konnte ja auch nur eine kurze Modeerscheinung sein, weil der Preis von Öl, der schwankte so hin und her. Innerhalb von 3 Jahren ist er dann mal zwischen 4 Dollar und 12 Dollar hoch und runter gegangen. Es gab schon Raffinerien, aber die meisten von ihnen machten deutliche Verluste. Es war einfach noch nicht effizient, was sie da machten. Also 3 von 4 machten Verluste. Wer würde in so ein Geschäftsfeld mit jungen Jahren einsteigen wollen? Rockefeller wollte das. Und als die Verluste immer größer wurden, wollten die anderen Raffineriebesitzer panikartig verkaufen, bloß weg aus dieser Branche. Und das war die große Stunde von dem jungen Rockefeller. Er gründete dann seine Aktiengesellschaft Standard Oil und er sagte sich, jetzt ist meine Chance. Jetzt kann ich nämlich die besten Führungskräfte bekommen. Ich kann die einfach anheuern. Und ich kann sie von all den Firmen übernehmen, die jetzt weglaufen. Und er wusste, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Siegern und Verlierern. Verlierer lassen sich dann von der Panik, die allgemein vorherrscht, infizieren. Sie fühlen sich dann auch down, weil sich alle so fühlen. Gewinner machen das ganz anders. Hier habe ich das einmal dargestellt. Die meisten Menschen sehen in einer Krise nur die Not. Sie überlegen, was jetzt notwendig ist, um die Krise zu überleben. Wie komme ich da jetzt irgendwie durch? Dass da auch eine Möglichkeit ist, erkennen Sie vielleicht mit der Zeit so ein bisschen. Und wenn eine Krise da ist, dann denkt jeder normale Mensch erstmal an seine Not und fast niemand an die Möglichkeiten. Aber zum Glück gibt es immer wieder Menschen, die sich nach einiger Zeit fragen, hey, welche Möglichkeit könnte daraus erwachsen? Wofür kann das gut sein? Welche Möglichkeit entsteht? Was kann ich lernen? Aber wie gesagt, die meisten Menschen fokussieren sich hauptsächlich auf die Not. Wenn sie klug sind, dann nennen sie es nicht nur Not, sondern Notwendigkeit. Denn dann tun sie das, was jetzt nötig ist, was notwendig ist. Und mit der Zeit bekommen sie dann immer mehr einen Blick für die Möglichkeit. Allerdings ist es in einer Krise natürlich so, dass der am stärksten belohnt wird, der sofort die Möglichkeiten sieht und der auch entsprechend handelt. Und das ist diese Skizze. Das sind die Menschen, die haben das einfach umgedreht. Die sehen hauptsächlich in der Krise die Möglichkeit und nur ganz wenig Notwendigkeit. Jetzt fragst du vielleicht, ja, welche Notwendigkeit haben die noch? Wenn die die Möglichkeiten nutzen in der Krise, ergeben sich Notwendigkeiten, was du tun musst, um dann weiter zu skalieren, um Systeme zu schaffen, um deine Firma immer erfolgreicher zu machen. Aber das ist dann nichts mehr im Sinne von Not, sondern weil es einfach jetzt nicht durch die Krise verursacht ist, sondern durch die Möglichkeiten, die du nutzt. Ein wirklicher Gewinner sucht in einer Krise sofort nach Möglichkeiten.
Und dann erst tut er nach und nach das, was notwendig ist. Und das ist eben daraus entstanden, weil er die Möglichkeiten konsequent genutzt hat. Rockefeller hat jetzt übrigens überlegt, welche Möglichkeiten er jetzt hat in der Krise. Und er hat dann mit Eisenbahngesellschaften Verträge abgeschlossen für den Transport des Öls, hat die ausgehandelt. Und als das herauskam, wurde er natürlich aktiv bekämpft. Es gab Boykottaufrufe gegen sein Unternehmen. Seine Krise wurde jetzt nur noch größer. Er musste sogar zu einem Zeitpunkt 90% seiner Arbeiter entlassen, aber nur vorübergehend. So, was heißt das für dich? Wie kannst du trainieren, das umzudrehen, dass du nicht auf die Notwendigkeit guckst, sondern auf die Möglichkeit, hauptsächlich in einer Krise? Denn Rockefeller ist natürlich eine absolute Ausnahmepersönlichkeit, Megaadler, der reichste Mann der Welt, meine Güte. Wie können wir uns mit dem vergleichen? Ihm gelang es innerhalb von wenigen Wochen, von seinen 26 Konkurrenzfirmen, die es gab, 22 zu kaufen, und zwar für relativ kleines Geld. An einem Tag hat er sogar mal 6 Unternehmen, 6 Mitbewerber gekauft zu einem Schnäppchenpreis. Wie ging das weiter mit Rockefeller? War das der Beginn der großen Erfolgsstory? Immer noch nicht. Denn 1-2 Jahre später begann eine Rezession, die 6 Jahre dauerte. Und der Ölpreis sank auf einen neuen Tiefstand. Stell dir mal vor, du hast alles getan, um alles aufzukaufen. Jetzt ist die ganze Branche völlig am Boden. Was tat Rockefeller? Er sah auch darin eine Chance, die Möglichkeit. Er kaufte weitere Unternehmen auf. Und als er 40 Jahre alt war, war er dann der König der Ölindustrie. Und außerdem gehörte ihm eine ganze Flotte von Tankwaggons. Und jetzt kam das nächste Problem. Es wurde woanders Öl gefunden, außerhalb von Amerika. Die Quellen waren dort viel ertragreicher. Und er musste wieder überlegen, was sind die Möglichkeiten. Ich könnte dir jetzt die Geschichte immer weiter erzählen. Jedenfalls besaß Rockefeller schließlich Unternehmen, die 2/3 des gesamten Welthandels abwickelten. So, hat das eine Lehre für dich und für mich, wenn wir nicht dieser Mega-Adler sind? Können wir von den ganz Großen etwas lernen? Ich glaube, ja, wir können das. Wenn auch bedingt. Aber die Prinzipien, die diese Menschen so erfolgreich machen, die können wir auch lernen. Auch das Prinzip, über das wir heute gesprochen haben. Dass Probleme für erfolgreiche Menschen gerade erst etwas ist, was sie wirklich groß machen, weil sie in dem Problem die Möglichkeiten suchen. Und je erfolgreicher jemand ist, umso konsequenter wendet er solche Prinzipien an. Und hier ist dann der wirkliche Unterschied zwischen mega erfolgreichen Menschen und den anderen Menschen, wie du und ich. Diese absolute Konsequenz, die haben ganz wenige. Aber jeder von uns kann sie sich ein Stück weit zu eigen machen. Du kannst dir in der nächsten Krise, die unser Land oder vielleicht auch die ganze Welt heimsucht oder der du in deinem Leben begegnest, sofort diese Skizze machen. Hier ist sie nochmal. Schaust du jetzt mehr auf die Not oder mehr auf die Möglichkeiten? Nimmst du dieses Blatt oder dieses Blatt? Und das entscheidet, ob dir die Krise dient. Ob sie dich, weil du auf die Möglichkeiten schaust, stärker macht, reicher macht, erfolgreicher macht, glücklicher macht. Oder ob du dir so eine mentale Skizze anlegst und dann macht dich das kleiner, schwächer, ärmer und unglücklicher. Vielleicht malst du dir diese beiden Blätter. Vielleicht machst du mal einen Screenshot dazu. Und fragst dich bei der nächsten Krise, was will ich? Will ich jetzt auf die Not schauen, die Notwendigkeit, dann sehe ich nur wenig Möglichkeiten, oder will ich auf die Möglichkeiten schauen, dass ich nach Möglichkeiten suche? Und vielleicht notierst du dir die 3 magischen Fragen, die dir das hier erlauben. Erstens, was ist an dieser Krise gut? Beziehungsweise, was könnte gut daran sein, wenn dir keine Antwort einfällt? Zweitens, was kann ich jetzt lernen? Was kann ich jetzt lernen? Und drittens, das ist zugegeben eine krasse Frage, wie kann jetzt die herrlichste Zeit meines Lebens beginnen? Du musst kein Rockefeller sein, um dir diese Fragen zu stellen.
das Prinzip, was er gelebt hat, was ihn zum reichsten Menschen aller Zeiten gemacht hat, das kannst du nutzen durch diese drei Fragen, indem du dich auf die Möglichkeiten lernst zu konzentrieren. Und dann liegt es an dir, wie konsequent du das machst. Du kannst dir das aufhängen in der Krise, an mehrere Stellen deiner Wohnung, deines Hauses und immer wieder draufschauen, dass du sagst, Möglichkeiten, Möglichkeiten, Möglichkeiten. Not ist genug. Da brauchen wir uns nicht drauf fokussieren. Möglichkeiten. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe. Wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.